Mission 53, Weihwasser. Wir als Araber gegen, na, wer hätte es für Möglichkeiten, den Abt von Stirling. Welche Überraschung, nicht wahr? 4000 zu 2000 Gold. Und wir treten natürlich als der ultimative Counter an, als Udwin, der Volljährige. Ja, ich bin nicht mal so gespannt, wie viele den Witz verstehen. Das werden genug sein. Ich bin eher mal gespannt, ob es da jetzt irgendein Sensibelchen gibt, das darauf jetzt richtig getriggert anspringt. Wäre nicht das erste Mal. Hier und da kommt's vor. Die meisten Leute kennen mittlerweile meinen Humor. Die meisten Leute wissen, in welche Richtungen ich Witze mache. Die meisten verstehen's. Es gibt immer noch ein paar Leute, die hier und da richtig heftig anspringen. Aber das sind tatsächlich Leute... Ja, man... Oh, super, jetzt habe ich das Ding verstanden. Man kann... Ein bisschen verständlich ist es vielleicht, wenn man auf ein Thema sensibel reagiert. Aber ich finde immer noch, dass Leute, die zu heftig auf Humor anspringen, selbst wenn das Thema schon ein bisschen plattgetretener ist, tatsächlich eher in eine extremeren Rubrik ihrer Vertreter gehören. Zumindest das Problem ist, wenn jemand tatsächlich Humor, sichtlichen Humor macht und man regt sich drüber auch auf, befeuert man das eher, statt tatsächlich gegen anzukämpfen. Ich für meinen Teil fühle mich zumindest eher motiviert, wenn Leute volle Kanne angepisst sind deswegen, tatsächlich weiter Witze drüber zu machen, statt es zu lassen. Nicht genügend, ich meine, Arbeiter vorhanden, klar, um das Gebäude zu verwalten. Wenn es durchaus gute Gründe gibt, wenn man jetzt halbwegs gut argumentiert und sagt, hey, hier, dies und das... Dann kann ich es verstehen. Dann kann ich tatsächlich sagen, okay, ich fahre das vielleicht mal ein bisschen runter. Aber wenn Leute total angepisst einen auf Diva machen, sehe ich da keinen Grund, irgendwie das zu lassen. Ich meine, das ist ähnlich, als würde man mit dem Kind diskutieren in diesem Falle. Und da nachzugeben ist halt so eine Sache, ne? Im Übrigen, die ganze Sache, ich meine, wenn, solange man jetzt playt, ist das ja eigentlich hier so ein, was irgendwelche Witze, Anspielungen oder Meinungen angeht, ist das tatsächlich noch verhältnismäßig cool, sagen wir es mal so. Und ich könnte mal einen Grundspeicher bauen. Was so reine Let's Plays angeht, ist es noch halbwegs in Ordnung, so über irgendwas zu reden mal zwischendrin. Weil die meisten Zuschauer, die da eben aktiv bei dem Let's Play dabei sind, vor allem bei späteren Folgen, die gucken an, weil sie einen mögen, weil sie hier und da den Spielstil mögen. Und an sich hat man einfach als Let's Player eine Zuschauerschaft mit der Zeit, die durchaus einen gesitteten Umgangston untereinander hat. Zumindest um einiges gesitteter, als es jetzt bei vielen anderen Formaten der Fall ist. Ich habe damals des Öfteren tatsächlich mal drüber nachgedacht, sowas wie Meinungsblogs zu machen. Ich meine, ich ging ja schon mal ein bisschen in diese Richtung mit hier den Udwins Blog, den ich hatte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war eher noch so humoristisch, dieser Blog. Es war jetzt noch nicht wirklich mit ernster Kritik verbunden, auch wenn ich die oftmals so ein bisschen mit reingebracht habe. Es war tatsächlich eher so humoristisch, aber tatsächlich so wirkliche Meinungsblogs, ich habe schon mal drüber nachgedacht, das zu machen, aber es ist nicht... Auf jeden Fall sehr großen Respekt für Leute, die sowas machen. Ich könnte mir das einfach nicht geben. Ich kriege ja schon bei einigen Diskussionen und bei meinen Let's Plays, wo es wie gesagt schon viel, viel seichter ist von der Heftigkeit her. Ich kriege schon bei meinen Let's Plays, wenn ich hier und da irgendwelche politischen Themen oder sonstiges anspreche, mit wie heftig manche Leute so im Extremen denken, dann doch einen ziemlich üblen Muster verfallen, so was die extremen Reaktionen angeht. Und ich meine, bei einem Let's Play kann man das halbwegs gut mit unterbringen. Das größte Problem ist, wenn man jetzt eigene Videos hat wie Meinungsblogs und man bringt dort irgendein Thema groß unter. Das ist ein Magnet. Das ist ein Magnet für Leute, denen man gerade heftig ihre komplette Weltanschauung zerstört, sagen wir es mal so. Ob sie nun richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, man zerstört Leuten ihre Weltanschauung. Und das ist ein, vor allem wenn man gerade noch den Titel so hat oder so, man zieht sich richtig Hater an. Man zieht sich in übelster Manier Hater an und hat dann wirklich
da eben damit zu kämpfen. Dass eben solche Leute sich jetzt dann rumtreiben und einen komplett niedermachen, weil man gegen ihre eigene heilige Ansicht verstoßen hat. Sei es nun egal, was es ist, in fast jeder Richtung, sei es politisch, sei es religiös, sei es sonst irgendwie veranlagt. Es gibt in jeder Richtung Extremisten, die absolut heftig übertreiben. Und mit solchen Leuten muss man sich dann tagtäglich herumärgern. Und da ich YouTube immer noch hauptsächlich als Hobby mache und auch meinen Spaß noch haben will und mich nicht ständig ärgere, ich kriege ja schon mit, wie heftig es manchmal auf die Marken gegenschlägt, wenn Leute hier richtig heftig über die Stränge schlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so halbwegs ruhig und gesittet zugeht bei mir, dass es wirklich alles soweit cool ist, dass es mir Spaß macht. Und ich könnte mir das echt nicht geben. Ich könnte mir das echt nicht geben, mich da tagtäglich mit Leuten herumzubetteln, mit denen man jetzt gerade so einen kompletten Glaubenskrieg regelrecht führt, als Meinungsdiskussion. Es gab ja schon mal einige Leute, die so meinten, ich sollte mal so Meinungsblogs machen, weil viele meinen, dass meine Ansichten hier in der einen oder anderen Ansicht gar nicht mal so schlecht sind. Aber wie gesagt, so sehr ich es auch wollte, ich würde es nicht machen. Also, ich hatte mal eine Zeit lang mit der Idee gespielt, aber das ist mir dann doch einfach eine Liga zu hoch. So, noch ein paar Bäcker mehr. Ich habe jetzt einfach mal spontan während dem Labern irgendwas. Eine Nachricht vom Amt. Klirrt ihr wieder mit eurer Rüstung? So ficke er sich. Bitte. Danke. Sehr freundlich. Jetzt reicht's. Du wirst versklavt, wirst du. Ein gutes Beispiel. Ich hätte schon mal wirklich gerne ein separates Video gemacht, in dem ich ein bisschen was über den Feminismus erkläre und viele Probleme, die damit sich bringt. Aber selbst wenn man das Thema sehr differenziert angeht und sehr, sehr neutral angeht tatsächlich, selbst dann wird man sich höchstwahrscheinlich irgendwelche üblen, heftigen Flamer an Bord holen, die man dann noch nicht loskriegt. Die kleben dann fest, als hätte man ein Teer reingegriffen quasi. Und so selbstzerstörerisch will ich dann doch nicht sein. Deswegen habe ich dann durchaus Respekt für Leute, die sich richtig mit dem Thema auseinandersetzen und auch wirklich offen drüber diskutieren und es vor allem auch gut machen. Ich gucke zum Beispiel sehr gerne, an der Stelle muss ich tatsächlich mal eine Empfehlung rausgeben, den Doktoranden gucke ich ziemlich gerne an. So auch gerade was dieses Thema angeht. Da habe ich durchaus schon gedacht, alter Falter, der spiegelt wunderbar eigentlich größtenteils meine Meinung wider und er macht das auch auf eine wunderbar, herrlich trockene, sachliche Art und Weise. Also er bringt schon lustig rüber, aber er präsentiert das wirklich so wunderbar. Fakten auf den Tisch, zack, bumm und lebt einfach damit. Wir benötigen Steine. Diese Art finde ich irgendwie cool, die er da raushaut. Vor allem, wenn man bei ihm auch wirklich merkt, dass er ordentlich recherchiert. Recherchiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann unterstütze ich lieber auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es mit Zuschauern ist, andere YouTuber, die eben das machen, wozu ich mich nicht trauen würde ich mich schon. Es hat bloß damit zu tun, ich habe einfach nicht die Nerven und die Lust, mich tatsächlich da langfristig mit auseinanderzusetzen. Weil das ist etwas, das darf man nicht vergessen. Das ist etwas, das geht nicht einfach, dass man sagt, oh ja, beschäftige ich mich mal eine Woche mit und diskutiere mal ein, zwei Wochen mit Leuten drüber rum. Das klebt Jahre und Jahrzehnte an einem dran wahrscheinlich. Das kriegt man so schnell nicht los, wenn man tatsächlich irgendwo richtig heftig eine offenkundige Meinung vertritt, dann bleibt das an einem kleben. Vor allem, wenn man dann vielleicht sogar mal irgendwann mal ein bisschen bekannter ist, könnte das sogar den kompletten Ruf überdecken, den man hat. Und das ist etwas. Respekt für alle, die es machen und die sich das trauen, egal welche Ansichten sie haben. Selbst wenn es eigentlich Kackansichten haben, kann man schon sagen, okay, man kann sich jetzt überlegen, ob es Mut oder Dummheit ist, dann mit irgendwelchen sehr zweifelhaften Meinungen volle Kanne öffentlich zu gehen. Aber dennoch tatsächlich ein bisschen Respekt dafür, falls es mit Mut und nicht mit Dummheit zu tun hat, dann tatsächlich für die Überzeugung derart einzustehen. Okay. Spreche ich in diesem Zusammenhang gerade tatsächlich meinen Respekt an Flacherdler aus, die ihre Videos machen. Ich glaube, ich sollte das ein bisschen einschränken, oder?
Es gibt dann doch einige Videos auf YouTube, wo ich mir einfach denke, okay, das ist dann aber tatsächlich Dummheit und nicht Mut. Das muss man auch bedenken. Also das ist tatsächlich, man hat keine Ahnung, wovon man labert, aber man macht einfach was dazu, weil man einfach der Überzeugung ist und absolut voll heftig an diese Ideologie glaubt, auf die man aufgestiegen ist. Ohne die großartig selbst zu hinterfragen. Das sind dann immer die Leute, die ihn dann anderen vorwerfen, selbst nichts zu hinterfragen, weil sie ja selbst die Wahrheit erblickt haben. Weil man so denkt, Alter, denkt doch einfach mal selbst ein bisschen über euer Thema nach, bevor ihr anderen vorwerft, selbst nicht drüber nachzudenken. Es werden Rekruten benötigt, Aber ich schweife schon wieder ab. Ich bin sowieso schon wieder an dem Thema festgefahren. Das einfach nur spontan reinkam, weil ich mir einen lustigen Namen gegeben habe. Aber wie gesagt, es kam schon hier und da mal vor, dass da Leute richtig heftig angepisst waren wegen meinen Priesterwitzen, die ich hier und da reinhaue. Aber wie schon gesagt, also Leute, die jetzt vor allem länger hier zugucken, die wissen, das gehört dazu. Und die wissen, das gehört zum Teil auch zu Kevin Scheffels Humor dazu. Der hat ja in der verloren gegangenen Saga und sonst irgendwo auch ständig irgendwelche Easter Eggs und Witze eingebaut. Beispielsweise, dass immer so ein Mönch neben den Kindergärten da steht, neben den Maibäumen und so. Ihr seht übrigens, dass ich gerade sehr stark auf Sklaven gehe. Ich gönne mir, denke ich mal, den Spaß, einfach mal hauptsächlich gegen Sklaven, mit Sklaven auf den abzuwerfen. Mehr ist er nicht wert, sein Tuten. Kriege ich ja eigentlich noch einen Steinbruch? Nope, ich glaube, ich habe schon die ganze Zeit versucht, oder? Fragezeichen. Maulei oder nicht Maulei? Das ist hier die Frage. Unsere Lebensmittelvorräte, das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Komm, holen wir uns mal ein bisschen Stein, dass wir mal unsere Festung fertig bauen. Ich glaube, ich mache es nach wie vor in diesem Stil, weil ich mag das irgendwie, wenn das so aneckt hier. Ich könnte vielleicht tatsächlich den Weg gehen und hier sogar noch... Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Ihr Schweine. Stascheschwaba. Aber ich mag diese Art. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt. Ich finde die total cool, jetzt diese Art, das Torhaus so zu platzieren. Mit der Mauer nach vorne. Da hat man keinerlei Platzeinbußen im Inneren der Burg. Aber gleichzeitig... ist der Fleck komplett verschwunden. Unglaublich. Ja, man hat keinerlei Platz einbußen, aber gleichzeitig sind die Türme und Tors auch auf gleicher Höhe und es schützt trotzdem wunderbar. Warum ich nicht eher auf diesen Aufbau gekommen bin, keine Ahnung. Das kam mir einfach total spontan. Komm, wegen den Katapulten, die mich hier und da angreifen, mache ich zumindest mal ein paar Ballisten hierher. Euer Gnaden. Wie können wir Belagerungsgeräte bemannt? Komm, ein paar Bogenschützen, um das zu bemannen. Aber hauptsächlich möchte ich im Angriff Sklaven einsetzen. Nicht, um den Map wegzuschießen, das ist ja dann einfach zu leicht schon. Anders als Ebis Mutter. So. Komm, holen wir uns die restlichen Steine noch. Auch wenn ich sie später wieder verkaufen muss, weil ich dann wieder zu viel habe, aber hey, ich möchte die Burg fertig haben. Die Überlegung wäre schon fast gewesen, jetzt sogar hier nochmal zu ziehen und dann tatsächlich auch noch mal eine Zinne zu machen in diese Richtung. Auch keine Ahnung, wie ich das dann restlich anfange. Tatsächlich noch den hier gehen. Er geht den hier. Alter, heftig der Kerl. Komm, ich krieg die Mühle woanders hin. Und zwar hierher. Aha. Dann mache ich hier noch ein Torhaus hin. Zicke, zacke, Bürglebauer. Wir werden überfallen. Zicke, zacke, schlicke, schlacke.
Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Das Ding wäre sogar so reinplatziert. Das ist auch gar nicht mal so uncool, ne? Tatsache. Dann einmal so und einmal hier so. Durchaus akzeptabel, würde ich sagen. So, ich würde sagen, jetzt haben wir dem Abt aber wirklich genug Zeit gelassen. Jetzt können wir da mal so langsam ein bisschen drücken. Holen wir uns noch Mittel genug, um die Burg passend zu bemannen. Es werden Rekruten. Ach du lieber Gott. Ich meine, ja, nur mit Sklaven zu kämpfen ist natürlich gegen Abt gemein, wenn man alles anzündet, aber ich meine, es könnte schon spannend sein, gegen die ganzen Mönche zu kämpfen mit Sklaven, aber... Alter, da ist ja... Boah. Ich meine, klar, der Abt brennt sowieso immer gut, aber ich meine, jetzt sind die Wirtschaftsgebäude sogar noch so gut dran, wie mit den Steinbrüchen. Also wenn es da jetzt brennt, vor allem die Brunnen sind auch weit genug weg. Da hinten ist ein, aber da wird nicht sehr viel helfen, so wie sich das ausbreitet. Also wenn es hier einmal brennt, heiliger Bimbam. Der Glöckner des Reiches. Der ist... Dann ist einfach nur Ende Gelände hier. Maulai. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Auf diese Weise... Gerade auf diese Weise, weil das so ist, hier könnte man auf Glocke immer zwei dicke Mauern machen. Man müsste das bloß ein bisschen mit einkalkulieren, die Türme eins weiter nach vorne machen. Aber hier könnte man auch locker viel dickere Mauern machen. Auf diese Art und Weise. Dieser neue Stil gefällt mir durchaus. So, die Schützen ein bisschen besser verteilen überall. Gut ist. Ja, es ist jetzt nicht die kreativste Burg, die ich habe, aber ich muss sagen, wie gesagt, ich mag diesen Stil, wie die Türme und Torhäuser platziert sind. Damit können wir vielleicht so als Basis durchaus was anfangen und viel Spaß haben. Na kommt, jetzt zu warten, bis der Abt irgendwann mal aus dem Quark kommt, dass er da... Lauft, meine Sklaven, lauft! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir werden überfallen! Mahu Alejano. Kuckuck. Mach mal wieder einen auf Khalifa-Style. Mahu Alejano. Komm, ein paar versuchen wir mal da hoch. Ich wollte schon sagen, man geht in die Kirche mal in Flammen auf. Hallo? Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Nein! Komm. Alter! Das brennt sogar der Pennerhof mit. Fuck. Ist ja auch der Boden ist ja schon fast kaputt. Alter. Ja, das Ding war vorbei, bevor es angefangen hat. Und das, obwohl ich schon einiges an Zeit gelassen habe. Ja, mit 2000 Gold, ich bitte euch. Was will die KI damit machen? Außer zu brennen. Er ist einfach so pleite, er zündet sich einfach an daran. Selbst wenn ich keine Sklaven schicke. Er ist einfach vergriecht. Er ist einfach komplett vergriecht. Es werden Rekruten benötigt sein. Maulai. Maulai. Gehen wir mal noch ein Stück höher. Aber wir könnten dann nochmal die Steuern ein klein wenig runtersenken. Das würde 100 haben, dann kommen die Leute schneller rein. Am Gold liegt es ja gerade nicht. Bitter, ja? Ist da jetzt eigentlich offen? Hat er tatsächlich schon das erste Tor abgerissen? Oder was sollte hier eigentlich sein? Ja, eigentlich müsste hier ein Torhaus hin, oder? Das heißt, wir können sogar schon hoch. Der hat auch gar nichts, der hat nicht mal Mönche. Sind hier echt alle schon. Och, ab die. Bis auf das eine Katapult war, bis jetzt die Gegenwehr sehr. Nun. Irgendwie halt.
Habe ich schon mal erwähnt, dass die ersten Missionen des zweiten Kreuzzugmarsch, also die ganzen ersten, die ersten paar, mal gucken, wie viele es sind, aber schon mal die ersten drei sind durchaus so im Bereich. Da kannst du eigentlich sogar jemanden ransetzen, der das Spiel noch nie gespielt hat. Und der kriegt das bestimmt irgendwie hin. Da muss man schon verdammt viel falsch machen, glaube ich. Okay, jetzt beim Marschall und hier beim Abt. Das erste Katapult könnte durchaus Probleme bereiten. Vielleicht irgendwie. Ja, wir kommen gar nicht. Ach so, weil das Tor jetzt wieder da steht. Ja, hallo. Ich mach mal auf. Wir werden überfallen. Es werden Rekruten benötigt sein. Das ist wahre Macht. Oh, Murna. Eine Nachricht vom Abt. Nee, nochmal zünd ich mich an. Ich muss stark sein. Oh, Murna. Juhu! Und wer war's? Wir haben schon. Ach nee. Hä? Was steht denn alle hier? Nein, wirklich. Aber willst du dich rechnen, wenn du tot bist? Hm? Versuch mich als Geisthand. So ähnlich wie der Kalif. Boah, das wär's. Los! Da sollte man nicht lange fackeln. Hahaha. Macht Hilde! Und ich werde mich rächen. Sklaven, diese Niederlage werde ich nicht vergessen. Du mieser Wichser, nimm mich gefälligst ernst. Wir sind siegreich, Sire. Ja, ich meine, gut, es war schon gemein, ihn anzuzünden. Ich weiß, aber ich meine, er hat doch danach geschrien. Ich meine, wenn ich so viele Gebäude an einem Fleck sehe und dann auch noch ungeschützt. Es ist eigentlich schon fast ein Verbrechen, das nicht anzuzünden. Ist was dran, oder? An der Logik. Durchaus. Ja gut, das war jetzt schon 53 Weihwasser. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mission 54 Terror auf Tilos.